Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen American Truck Simulator Video. Ich stehe noch zwischen Fort Collins und Cheyenne. Und wir schauen mal, wohin die Reise von hier ausgeht. Wir sind bei 966.000. Es scheint nach Bakersfield zu gehen. Dann würde ich sagen, fahren wir nach Bakersfield. Ich wollte ja sowieso nach Kalifornien. Ich war im Grunde genommen. Ich war im Grunde genommen gestern auch in Kalifornien unterwegs, aber ich habe zumindest zugeschaut, wie jemand durch Kalifornien gefahren ist. Da wollte ich sagen, fahren wir LPG von Cheyenne nach Bakersfield für jo, knapp 88.000, 37.500 Pfund, ADR Klasse 2. Denn es gibt gerade irgendwie Atmospheric River Event bei Kalifornien, über Kalifornien. Da habe ich dann zugeschaut und das Ganze geht heute noch Richtung LA. Was war hier so in der Gegend? War unterwegs. Zieht jetzt alles noch Richtung LA. Und ungefähr, gut, 40 Meilen östlich, also circa hier, wahrscheinlich entweder hier oder da, gab es auch noch ein Erdbeben gestern. Zum Zeitpunkt der Aufnahme gestern mit einer Stärke von 3,8. Deswegen ist es doch ganz passend, dass ich jetzt auch dahin fahre. Zusätzlich dazu wurde ja auch ein bisschen Glück, schaffe ich es denn jetzt mit 19 Miles per Hour zu fahren, interessant. Gut getroffen. Und das wurde ja auch ein bisschen wieder. Es gibt mal wieder ein paar News zum Rework von Kalifornien. Und da ich jetzt nach Kalifornien fahren wollte, passt das ja ziemlich gut. Weiter mit dem Speed Limit von 15. Caution. Please mind the speed limit. Caution. Ich werde zwar auch nochmal eine Umfrage machen, beim Community-Beitrag, oder als Community-Beitrag, aber ihr könnt ja mal sagen, ich habe jetzt einfach mal immer gedacht, okay, ich teste jetzt einfach mal diese Woche, oder diesen Monat, die Videos, ja, ist ja gut jetzt, die Videos, die ich mache, mit KI-generierten Thumbnails. Das will ich vielleicht mal ausmachen. Bis jetzt zum Zeitpunkt von dieser Aufnahme sind jetzt drei Videos da mit draußen. Wenn das Video rauskommt, ist ohne dieses Video sind da schon sechs Videos draußen. Ne, fünf Videos. So, ich könnte mal sagen, wie ihr das findet. Schon mal hier in den Kommentaren. Ich werde wahrscheinlich auch dann nach dem Monat die Videos einfach mal testweise die Thumbnails dann wieder ändern zum normalen. Also ich habe quasi zumindest eine Vorbereitung das auch so gemacht, dass ich das dann wieder rückgängig mache. Aber ich wollte es einfach mal ausprobieren. Es ist zumindest mit dem, wie ich normalerweise die Thumbnails gemacht habe, ist das teilweise sogar ein Mehraufwand, weil man einfach so viele Thumbnails vorgeschlagen bekommt von der KI, die einfach nicht passend sind. Aber teilweise sind noch, finde ich, ganz gut dabei rauszukommen. So, ich beispielsweise das mit das mit dem vom letzten Christmas Winterland Event Video, das fand ich eigentlich echt sehr schön. Hat echt gedauert, bis ich mal da was gefunden hat, weil was nicht allzu sehr irgendwie europäische Logos verwischt. Nennen wir es mal so. Hat wie gesagt ein bisschen gedauert, bis dann mal was Passendes da war, aber
Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich saß da. Oh, eigentlich muss ich hier raus, aber gut. Da kommen wir jetzt nicht mehr ganz rum. Dann fahren wir jetzt hier raus. Ich weiß gar nicht, wie lange ich da dran rum refreshed habe. Viertelstunde oder so. Jetzt nicht sonderlich lang, aber wesentlich länger als ich sonst dafür benötige. Oder sonst mir die Zeit nehme. Formulieren wir es mal besser so. Vielleicht dann irgendwie ein Thumbnail nehmen oder einen Screenshot nehmen, den ich in-game gemacht habe. Oh, schön. Damit dann arbeite. Ich habe gar nicht geguckt, also 1000 Meilen. Aber, okay, 8 Stunden Fahrzeit, einmal schlafen ist angesagt. Und wie ist überhaupt die Strecke? Da habe ich auch noch reingeguckt. Interstate 25 runter nach Denver, dann die Interstate 70 komplett durch, bis wir dann an Celina in Utah vorbei sind. Dann geht es auf der Interstate 15 über Cedar City, St. George, an Las Vegas vorbei und dann verlassen wir eigentlich bei Barstow dann das Date 15, wechseln auf Highway 58 und Highway 14, bis wir dann bei Chemso sind. Sehr schön. Das sind mir die liebsten Wagen. Okay, south close, red flashing. Okay. At the roundabout, take the first exit. Also da gibt es auch nochmal das Roof Event wird heute weitergehen. Das atmosphärische Roof Event. Das heißt, wahrscheinlich ist auch heute dann bei dem, wo ich zugeschaut habe, den Livestream auch Richtung Las Vegas. Könnte spannend werden heute nochmal. Allerdings kann ich nicht allzu lange wach bleiben, weil ich morgen nicht ausschlafen kann, sondern ich wieder früh raus muss. Morgen dann den Termin wegen des Persos. Der aufgehenden Sonne und wir betreten Colorado. Für mich endet auch morgen dann hier, also wir schreiben noch den 5. Februar für mich. Morgen oder heute Nacht. Oder um genau zu sein, in 7,5 Stunden endet auch die beiden laufenden Events vom Cruising Kansas und Christmas Winterland Event. Stay left. Sprich, wahrscheinlich wird es am Morgen wenn ich wiederkomme vom so verlängern und so weiter. Ist dann wahrscheinlich so, dass ich dann die Aufnahme von ETS 2 dann mit einem neuen Event ist. Also ich spekuliere zumindest darauf, dass es ein in irgendeiner Art ein Valentinstags-Event gibt. Mal schauen, wie das dann ist. Wahrscheinlich wird es dann wieder ein bisschen mehr Videos dann geben. Aber das werden wir dann sehen. Das Event muss dann erstmal kommen. Weil die Events halt einfach zeitlich begrenzter sind, deswegen. Ne? Aber schauen wir mal. Ansonsten fahren wir dann morgen
im nächsten Video dann ganz normal weiter. Ansonsten. Ansonsten werde ich es wahrscheinlich so machen, dass dann für diese Woche, wo dieses Video rauskommt, dass dann noch, dass es quasi eine normale Woche ist, und in der nächsten Woche, dass es dann mehr Videos gibt. Wieder. Sofern ein Event da ist. Deswegen geht es dann ganz entspannt weiter. Na gut, 1000 Meilen. Eigentlich waren die letzte Fahrt ja auch so bei 1300 Meilen, glaube ich. Das war ja auch schon wieder so 2 Stunden. Irgendwie rechnet man immer damit, dass es ein bisschen flotter ist. Allerdings hat man ja auch ein bisschen mehr Zeit. Ich glaube, in paar Stündchen mehr als ein ETS2, ich glaube 2 Stunden mehr, kann das sein? Vielleicht auch ein bisschen mehr als 2 Stunden, sondern 4 an Fahrzeit, aber man ist auch ein bisschen schneller unterwegs. Von daher ist es schwer zu sagen, aber es wirkt gerade irgendwie so als häufiger mal so, dass man, dass ich zumindest denke, dass es ein kürzeres Video ist, als es eigentlich wird, und in ETS 2 dann das falsch adaptiere. Stay right and then exit right. Schön wieder mit dem Fluss und dem Strom schnellen. So, geht nochmal hier runter. Das stimmt, wir fahren glaube ich nicht allzu. Wobei, wir fahren ein Stückchen durch Kalifornien durch, wo wir eh nur 55 fahren dürfen. Das wird okay, gut. Die 10 Meilen pro Stunde mehr, die wir sonst fahren können, mit Trucks aufträgen, ist ja jetzt auch nicht die Welt. Muss man ja mal so sagen. Das macht den Braten ja auch nicht fett. Und nochmal über den Fluss rüber. Sehr schön. Gleich nachdem ich hier die Fahrt aufgenommen habe, weitestgehend das vorbereiten, was ich für morgen da vorbereiten muss. Sprich, ich gucke mal auf den Peso, was ich beim letzten Mal anhatte, aber ich glaube, das, was ich anhatte, muss noch gewaschen werden. Und beziehungsweise, was ich anziehen würde an Hemd. Da werde ich gleich mal eine Maschine anschmeißen und dann mich an Schneiden setzen. Wir fahren in die Berge, sehr schön. Aber was ich sagen kann, weil ich neulich zu Rückkehr vorbeigefahren bin, der Computerladen in der Nähe, den gibt es noch, der ist noch offen. Von daher habe ich den nicht allzu weiten Weg, dann werde ich ihn recht und dann dahin bringen, nachdem ich da wieder ein bisschen getestet habe. Noch ein paar, zumindest ein paar Fehlercodes mitzunehmen, falls es Fehlercodes gibt danach noch. Also ich gehe davon aus,
Also hauptsächlich um Fehlercodes zu machen und um zu testen, ob es vielleicht an der HDD liegt oder vielleicht auch an What? Es gibt dann eine. Okay, wahrscheinlich einmal drum herumfahren, ne? Schön durch den Eisenhower-Tunnel durch. Ja, hab schon wieder vergessen, was ich sagen wollte. Aber ja, dann habe ich die Videos für letzte Woche dann durch und dann. Morgen setze ich mich dann an die Videos sind für diese Woche. Und dann geht's jetzt back up. Trucks dürfen nur 35, super. Ich bohre mal einfach mit meinen 38 Miles per Hour. Ich habe keine Lust, mit 30 hinterher zu fahren. Beziehungsweise so mit 33. Zeit ist Geld. Oder in diesem Fall Zeit ist Zeit. Ja. Danke für nichts. Wir müssten zwar beide auf der rechten Seite bleiben, aber wir lassen das einmal dabei. Denn wie gesagt, also, habe ich glaube ich schon im letzten Video gesagt, irgendwann mal in den letzten paar Videos, aber das, die Schilder nehme ich dann mehr ernst wieder in Staffeln. Fahre ich auch vermehrt nach solchen Schildern, also sprich, wenn irgendwie heißt, dass man die Bremsen checken muss, dann spiele ich auch raus, dass ich die Bremsen checke. Wie ich es in der letzten Staffel auch getan habe. Es ist auch schön, wie es einfach, wie ich die Verkehren aufhalte, aber ich aufgehalten werde von den Kollegen vor mir. Also nicht viel, aber teilweise ein bisschen. Da kommt aber auch gut aus dem Quark. Mehr Gas noch fahren, ein bisschen länger auf der linken Spur. Wenn wir rechts keinen Freiraum haben. Ja. Lohnt sich jetzt also nicht, sich rechts einzuordnen. Denn dann hängen wir wieder hinter dem Kollegen hinterher. Im Homestore, oder gibt er jetzt Gas? Okay, 65. Ich weiß jetzt schon, wenn ich mich jetzt rechts einordne, dann bremst er mich wieder aus. Ich weiß es einfach. Ich sag dazu jetzt mal nichts.
So kommen wir nicht auf die Millionen. Wo werden wir wahrscheinlich hingeschleppt? Wahrscheinlich zurück nach Denver. Manchmal sollte man sich hinten einordnen. Steamboat Springs. 875 Meilen. Okay, das war's mit dem Auftrag. Sehr schön. Eigentlich sogar eine sehr gute Sache. Also eine gute Sache, dass es so gemacht wird, aber ist jetzt die Frage, ende ich das jetzt hier oder gucke ich mir nochmal Auftrag? Hä? Ja, gut, dann würde ich sagen, Fahrer. Sind halt noch nicht so lange unterwegs, dann würde ich sagen, nehmen wir jetzt noch den Auftrag an. Und fahren Holzstapler, 119.000 Pfund. Nach Montana. Montana war ja auch noch nicht. Nach Laurel. Für 45.000 dann. Belastend. Da geht das gute Geld flöten. Aber ich habe auch gerade in dem Moment gedacht, so okay, wie würde ich das machen, wenn es eine Staffel wäre? Würde ich wahrscheinlich das so machen, dass ich den Auftrag abbreche, also quasi die 12.000 Dollar zahle oder wie auch immer das ist. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass bei so einem schweren Unfall da nichts aus, dass da was aus, was, dass da was ausläuft oder der in Flammen aufgeht, ist ja nicht gerade unerheblich, wenn der Satz Sinn macht. Ich weiß den Anfang nicht mehr. Gut, dann fahren wir jetzt 29 Meilen dort hinten hin. Nur den Holzstapler ab. Let's do this. Oh Mann. Das war der falsche Blinker. Ein bisschen so früh angehalten. Da kommt noch was. Das kann man auch nicht wirklich sehen. Ja gut, ich gehe mal auf die rechte Spur. Dann komme ich schneller voran.
Zwischendurch muss ich mich dann jetzt auch nochmal gleich hinlegen. Also das hätte ich sowieso machen müssen, aber jetzt erst recht bald. Go straight. Das ist mir in Steamboat Springs noch gar nicht aufgefallen, aber es sieht ja auch echt sehr nice aus. So muss es von dieser Perspektive aus so. Mit der Treppe, mit dem Gebäude an sich. Ja, gefällt mir. Go straight. Das ist wieder eine Folge, wo sehr viel Geld ausgegeben wird. Ich merke das schon. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Und dann geht es gleich über Forstwege. Also die 1 Million könnte ich noch knacken. Ich werde mal 1.500.000. Je nachdem, wie viel das Strafwerk jetzt noch zahlen muss. Oder was sonst noch alles so passiert. Oh Mann. Zum Oak Creek. Turn right. So, wo sind wir? Forstweg. Aber hier wirklich auch noch nicht, oder? Kann das sein? Kommt es bis jetzt nicht bekannt vor. Bisher. Aber das kann ja auch immer täuschen. Das kann ja alles immer täuschen. Man kann sich ja nicht an alles erinnern. Aber ein bisschen langsamer, ne? Nach den Vorkommnissen von vorhin. Beziehungsweise vor 10, 15 Minuten. Beim Forstweg, der auch schön unter der Zuglinie durchführt. Fahren wir mal den Abschnitt, wenn wir mit 20. Sind das 20? Ja. Schön, dann mit dem Güterzug. Da fährt unser ausgeflossenes LPG. rechts. Den Baumstämmen hinterher. Also wird die Road jetzt noch rougher oder wie muss ich es verstehen? Das musste ja passieren. Mal so ein bisschen mehr rechts und nicht so mittig, damit das nicht nochmal passiert.
glaube doch schon, ja. Ich glaube, ich war einmal beim in Colorado bei der bin, ja gut, Sägewerk nicht, aber ne? Im Wald. Weiß aber nicht mehr, wo es war. Ich glaube, es war mit Tal ein bisschen. Also es war jetzt nicht so wie hier, sondern mehr auf dem Tal dann. Hier ist sehr schön in den Bergen. Schön mit der schneebedeckten Bergkuppe, Bergspitze. Dann docken wir mal an. Machen mal die Rundumleuchte zumindest vorne an. Und dann transportieren wir mal das gute Stück den Holzstapler. Ach Gott, noch. Zum Rail Export. Die schönen 560 Meilen. Wird auch wieder so eine Fahrt sein, die wir quer durch Pampa fahren. Okay, na, nicht ganz. Nicht so wie ich dachte. Aber vielleicht schon. Wir werden es sehen, wenn wir da sind. Aber ich dachte, mehr Sympathie nicht. Aber wir fahren dann ja, eigentlich fast nicht Interstate. Und über Country Roads und Highways. Versuchen wir mal das gute Stück hier. Unbeschadet. Roller zu bringen. Guck nur auf den Auflieger zum Glück. Es könnte. Aber schauen wir mal. Kommen noch ein paar gute Kurven. So wie diese jetzt hier. Okay. Oder auch nicht. Nicht so schlimm, wie ich dachte. Muss dann jetzt keine 90-Grad-Kurve kommen, wobei die kommen dann auch später. Wenn wir dann auf den Highway kommen und so. Oder wie jetzt hier vorne. Schwerkraft hat nicht so gut mitgeholfen, wie ich gehofft habe. Okay, das ging ja doch noch gut am Schein vorbei.
wir mal ein bisschen mehr aus, damit wir auch rumkommen. Da kommt nichts. Ah, da glaube ich auch nichts. Auch nichts. Dann wollen wir mal wieder auf Asphalt fahren. In Montana. Scheinbar die Vorstellung, wenn man die Cruise Controller 45 Miles Power. Zumindest unser Limit jetzt gerade erreicht. Das soll ich glaube ich auch so ein beibehalten für diesen Fahrtabschnitt. Mit dem Aufreger hinten dran. Wenn wir ein bisschen kurvenreiche Streckenabschnitte haben. Aber wenn die 40 empfohlen sind, dann auch unterbremsen auf 40. Einfach nur, damit es nicht nochmal passiert. Freie Bahn, es hat irgendwie was runtergeschossen. Und dann fahren wir nochmal durch Steamboat Springs durch. Ist ja nicht so, dass wir ein bisschen was zu ziehen haben und der Volvo-Schein, der wohl bemerkt ist, dass er was zu ziehen hat. Kriegen wir die Ampel noch? Go straight. Das mit Bremse wäre sowieso nicht mehr viel gewesen, aber... unter 25. Das wird gleich wieder kommen. Die Ampel noch? Okay, ja. Wir bremsen mal. Ich kann nachvollziehen, warum so viel KI auf der linken Spur fährt. Absolut nachvollziehen. Noch eine Ampel und dann sind wir durch. Okay, ne, mein, da kommt noch ein bisschen mehr an Ampel, glaube ich.
immer wieder schön, diese Rotphasen. Nur im echten Leben sind sie nerviger. Beschleunigen wir mal wieder bis zur nächsten Ampel. Ich bin ja mal gespannt, was die KI aus für dieses Thumbnail sich aussucht. Oder mir Preis Preis gibt. Ja, nehmen wir es mal einfach Preis gibt, mir vorschlägt. Spannend werden. Empfohlen 30. Und hoch auf 65. Weg auf. Ist ja jetzt schon Kraus. Okay, die Kurve da hinten sollte ich nicht mit was auch immer ich gerade fahre nehmen. 40 vielleicht. Spawnt auf 30. Aufgrund des Bahnübergangs ist schon sinnvoll. Ich fahre jetzt auch gerade echt wieder zu der Rennlinie. Vor allem in der Kurve. Wollen ja nicht so enden wie der Kollege da auf der rechten Seite. Ich bin gerade bei 45, die Kurve mit 50 zu nehmen. Ja, dann bleibe ich mal. Unter 50, dass ich die 50 dann auch nicht beschreite zu sehr. Ortschaft durch. Also noch unter 35. Ich brauche ja ein bisschen Unterbremse. Bisschen wieder Retarder brauche ich ein bisschen, dann ist ja ein bisschen was hinten dran. Jetzt war rechts abbiegen, 90 Grad Kurve. Stay right and then turn right. Und das Gaspedal wieder bei der Runde drücken. Und beschleunigen. Und dann geht es auf durch Russ, Wyoming. Nur noch geradeaus, quasi mit ein paar Mal abbiegen nach. Okay, es war Laurel. Montana.
auch eigentlich eine sehr gute Lieferung. Es passt sehr passend, dass wir einen Holzstapler dann fliegen liefern. Zumindest von dem, was man aus Extreme Trucker 2 kennt. Das war ja schon sehr stark auf die Holzindustrie fokussiert. Verlassen das Grüne und gehen wir Richtung Steppe. Wir haben zumindest gerade mal den Vulkan ein bisschen geschmeckt aufzubauen, zumindest bis zur Waage, da werden wir schon rausgewogen. War klar. Also sind wir schon mal stark runter. Mal wieder in einen Rundweg. Bei den anderen Umwegen, den kenne ich eigentlich nur aus ETS 2. Oh Gott, wir nehmen die Hütchen mit. Aber sowas von 197.000 Gesamtgewicht. Zum Glück nur eins. Diesmal nicht alle. Auch noch ein Stoppschild. Und da waren es immer noch 463 Meilen. Wir sind nicht weit gekommen bisher. Müssen uns jetzt auch noch bergauf wieder auf Geschwindigkeit kämpfen. Das kann ja nicht gut gehen. Reicht nicht, wenn es danach wieder durch die Stadt geht. Ohne Ortschaft. Go straight. Caution. Please mind the speed limit. Nicht mehr hier gewesen. Also zumindest kommt mir diese Abschnitt ein bisschen bekannt vor. Aber es kann auch täuschen. Also die kleinen Ortschaften, das ist doch schon immer wieder sehr nice.
Vielleicht fahren wir dann ja im nächsten Video Richtung Kalifornien oder kommen auch in Kalifornien an. Schauen wir mal. Irgendwann bestimmt auf jeden Fall. Quelle oder was ist da so am, oder soll es, ist es der Wind? Der Wind, der durch Zahl da zieht oder so? Mal schauen, auf hier wird, I guess. Reine Spekulation. Mit der Tankfüllung sollten wir zumindest auskommen, wenn das richtig berechnet wird gerade. Das ist auch schon mal eine gute Sache. Werden wir jetzt hier mal endlich auf Höchstgeschwindigkeit kommen. Hat lang genug gedauert. Highly confused. Aber coole Sache. Oh, ich muss abbremsen. Stark abbremsen. Ich muss wahrscheinlich selber noch in Eisen gehen, weil ich einfach nicht darauf geachtet habe. Ja. Ab Richtung Rock Springs. Vor, die werden wir nie im Leben erreichen, aber es haben nur kurze Abstoffe in das Zelt und dann verlassen wir sie ja wieder. Es ist einfach schön, die Landschaft. Da muss man ein bisschen mehr rechts. Mit der Freightliner zu holen kann. Das ist, merke ich, glaube ich, ist ein Freightliner.
rüber, ich komm rüber. Erstmal Scheibenwischer machen. Ja, natürlich jemanden. Wir fangen da sogar. Wir fahren wir denn jetzt? Einfach so nach Rock Springs. Ich würde sagen, wir fahren dann. Ja, wir fahren auch auf den Highway 191 und pennen dann. Das klingt doch gar nicht mal so verkehrt. Bahn. Okay, jetzt nicht mehr. Aber jetzt blockieren wir sie auch ein bisschen. Passt. Go straight. Aber natürlich auch. Schlafplatz, dann schlafen wir. Dann haben wir Nacht, oh Gott. Na gut, ist ja wie es ist, ne? Kann man nicht ändern. So, was haben wir denn da? One less spark, one less wildfire. Fire danger today. Kann ich nicht lesen. Aber nicht ganz so schlimm. Aber gut zu wissen. Wir wollen ja nicht ein zweites Feuer heute haben. Platz angekommen für die heutige Nacht. Schon sehr coole Sache. Wir sind ganz kleine Schlafmöglichkeiten bei den kleinen Rest Areas. Gefällt mir. Sehen wir nicht allzu viel. Bin mal gespannt, wie viel ihr von den Sternen seht. Wahrscheinlich jetzt deutlich mehr als bei der Fahrt. Gut, hier ist keiner am Pennen. Hoffe ich. Nein. Wir sind die einzigen. Auf geht's. Wenn die Fahrzeuge vorbeigefahren sind, auf unseren restlichen 330 Meilen. Überholen. Nach Laurel, Montana. Haben noch ordentlich was vor uns. Vor allem, wenn ständig wieder bergauf geht, wenn wir anfahren wollen.
ja nicht so, dass wir sowieso schon ohnehin viel zu ziehen haben. Und gerade nicht über die 25 Miles vorkommen. Deswegen. Und das geht, wo es bergauf geht, geht es auch bergab, was jetzt gerade gut ist. Also kommen wir langsam, aber sicher ein bisschen auf Geschwindigkeit wieder, die wir gleich wieder weg kommen, weil wir durch eine Ortschaft durchfahren. So wie es ausschaut. Wir müssen rechts abbiegen. Super. Das lohnt sich alles sehr schön. Einmal noch schalten und dann wieder abbremsen. Oh, Lorelle ist schon ausgeschildert. Gut zu wissen, aber nicht schlecht. Wir haben noch einen weiten Weg vor uns. Ich glaube, der Volvo hat ja schon das. Ist ja schon voll aufgerüstet, glaube ich. Mehr Power und so weiter geht nicht reinzukriegen. Beste, was wir ziehen können. Zeit wäre nämlich um 9 Uhr in der Früh. Oha. Jetzt ist aber wild. Zumindest mal die 80, die 65. Aber da kann man zumindest Beschleunigung aufbauen für den Abschnitt, wo es wieder bergauf geht. Die 5 Meilen pro Stunde mehr, die kann man auch schon mal gerne mitnehmen. Wenn man es gleich eben allein durch die Schwerkraft wieder verliert.
Und von 50 gleich wieder rechts abbiegen. Ich weiß gar nicht mehr, ob das jetzt so der letzte Abschnitt war oder für. Davon, dass wir noch richtig weiter und durchfahren, ob wir noch mal irgendwo abbiegen müssen. Auf nach Rivertown. Was ist Riverton? Riverton. Nicht Rivertown. Während die Sonne so langsam sich am Horizont ankündigt, auch mit dem ganzen Sternzeichen, so mit den Sternbildern. Haben, aber such mal. Vielleicht findest du eine bessere. Ich muss mich jetzt mal beschuldigen auf 55, weil ich hier schon 45 noch gegurkt bin und wir jetzt nach Riverton fahren. Das ist, glaube ich, so der erste Aufenthalt in Riverton. Für mich. The Equality State 7 von 11. Caution. Please mind the speed limit. Caution. Please mind the speed limit. Ich arbeite dran. Ich glaube, die Ampel werden wir nicht bekommen. Oder doch. Wechseln wir schon mal die Spur. Schön, wir fahren in den Sonnenaufgang hinein.
Ach, es ist einfach immer wieder schön. Kann ich mich einfach nicht dran satt genug sehen. Die Sonne anfängt zu scheinen. Eigentlich runter mit der Geschwindigkeit. Davon haben wir eh nur die 30, wir müssen eh links abbiegen. Wieder Gas geben. 200 Meilen noch bis Lorel. Oder schon gerade 91, jetzt bin ich. Ach ja, stimmt, wir fahren ja noch außerhalb von Lorel. Wahrscheinlich durch Lorel durch und dann nordöstlich von Lorel. Oder nordwestlich von Lorel. Oder gar westlich, ich weiß es nicht mehr, aber ich glaube, es war eher nordwestlich. Caution. Please mind the speed limit. Fahren wir mal ein bisschen mehr mittig, damit wir nicht irgendwo Holzstapel irgendwo hängen bleiben. Würde gerade noch fehlen. Schön mit dem Hall. Sehr schön. Erst noch bei den 45 und nachher Kurve kann ich wieder ein bisschen mehr Gas geben. Runter auf 30. Go straight. Und der schönen 90 Grad kommen wir hier vorne. Meldung rein. Tag 2 ist in Los Angeles. Sehr schön. Also eine halbe Stunde ist glaube ich los. Aber boah, vielleicht aber schon ein bisschen nebenbei laufen lassen, weil ne, ich habe wichtigeres gerade zu tun.
Nämlich zum einen nach diesem hier nochmal eben ein anderes Video aufzunehmen. Für Sonntag letzte Woche. Und möchte dann halt an die drei Videos setzen, dass ich sie bearbeite. Währenddessen hinten links irgendwo eine Glocke leuchtet. Läutet. Ups. Das wollte ich nicht. Hab's aber scheinbar doch getan. Schöner wieder mit dem Güterzug. Naja, nicht allzu lang, aber das ist halt, wie es ist. Aber länger als früher. Das ist ja auch schon mal was. Meine Spur verengt sich, oder? Ja, meine Spur verengt sich. Eigentlich beide. Beibehalten. Wir haben es zwar nicht erreicht, aber wir müssen auch nicht abbremsen. Noch nicht. Ich kann wieder ein bisschen mehr Meilen gut machen und kommen dann unserem Zielort näher. I never mind. Das war ja bei Chesmo was, glaube ich. Oder? Egal, ich gucke es euch nach, werden wir gleich sehen. Das Problem, wenn man zwei Touren in einem eine Tour abbrechen muss, in Anführungszeichen. Notgedrungen. Und nur um danach wieder kläglich versuchen, auf Geschwindigkeit zu kommen. Da vorne geht es weiter auf uns geradeaus. 30. Aufgrund der Brücke. Caution. Please mind the speed limit. Oder auch nicht. Scheinbar Lorelle angekommen. Caution. Please mind the speed limit. Zumindest. Oder? Go straight. Noch nicht Lorelle, sondern nur einem Ort vor Lorelle. Bitte werden grün. Go straight. Danke. Muss man wieder auf die 45. Zumindest auf die 45, denn wir müssen da gleich wieder abbiegen.
genug Zeit, um noch einen Schluck zu trinken. Das musste ja noch passieren. Ich glaube, ich sollte so gerade noch über die Millionenmarke kommen. Sofern jetzt nicht noch was Unerwartetes passiert. Sehr schön. Go straight. Das wäre die liebste Waage.
65. Reicht mir vielleicht sogar noch for Rare Export. Die Schulter oder wieder da, wo es sein soll. Schauen wir, wie lange es hält. Fühlt sich zwar irgendwie nicht an, im Nacken, weil er noch verspannt ist, aber wäre ja gut, wenn das mal so bleiben würde. Aber ich bezweifle es. Lorelle weiß man schon. Man ist durchgefahren. Oder sogar gewesen. Mal schauen, wohin die Reise von Lorelle ausgeht. Ziel angelangt, vielleicht ein leichter Updrop am Ladepunkt. Aufgrund der Fracht. Oh, sag mir nicht, es verengt sich noch. Immer wieder so ein Quark.
bisschen im Kreis fahren. Stay right. Interessant. Da vorne haben wir das schöne Cargo Terminal und da fährt ein Kohlezug oder ein Erdzug. Das ist auch schön bewegen auf dem Yard, gefällt mir. Die Frage ist, bis wohin zieht sich die Bewegung? Und kann die uns Effekten binden, turn left. Beeinträchtigen. Irgendwie diese Bremsen scheinbar nicht. Scheinbar doch. Nee, scheinbar nicht. Ja. Muss ich den ganzen Tag hinten rechts mehr. Dann wollen wir abladen. Holzstapler. Wo auch immer die Reise für ihn hingeht. Ups. Logged in. Ausgezeichnet. 2 von 8, glaube ich. Holzstapler von Steamboat Springs nach Laurel geliefert. Gefahrenstrecke 587 Meilen. Dauer 1,19, 91 Gallonen Verbrauch, das war der 155. erledigte ATS Weltaufschlagsauftrag, währenddessen noch einer dabei war, der nicht erledigt wurde. 45.000 gab es für 4.300 Erfahrungspunkte. Und wir haben die Millionen knapp geknackt. Dann suchen wir uns aber einen Schlafplatz. In Laurel. Super. Wann haben wir das da? Das sind jetzt 57 Meilen und das andere sind, was ist näher dran? 24 Meilen. Dann fahren wir die 27 Meilen. Und legen uns schlafen. Und vergessen diesen Tag. Oder versuchen es zumindest. Get ready to turn right. Aber zumindest steht hier wieder 1 Million. Wir dann im nächsten Video versuchen auszubauen. Egal ob mit oder ohne Event. Aber natürlich doch. Wir fahren kurz auf, wenn das der so schneller als wer sonst immer gefahren sind. Jetzt wo wir endlich mal die Möglichkeit dazu haben. Turn left. Oh, ist das denn dein Ernst? Warum fährst du nicht?
nächster Abschnitt. Da geht's Richtung. Nee, nicht hier, nicht Richtung Badley, sondern noch weiter geradeaus. Und die andere Auffahrt nehmen wir. Schlafen wir bei der Inspection. Können ein unruhiger Schlaf werden. Also falls nächste Folge, nächsten Video in ATS ist auch so ein bisschen schwierig ist, aber wissen wir warum. Aber ich bedanke mich einfach mal vielmals bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Mach's gut. Tschüss.